Na gut, also wie gesagt, Dol Guldur. Weiter geht's. Das war klar, dass er das versuchen will. Darf aber auch. Ist nur noch eine KI übrig. Das wird schon. Ich glaube, da renne ich jetzt wirklich Stück für Stück nur noch über ihn drüber und das war's. Da kann er mir nicht mehr viel entgegensetzen. Ich habe jetzt so viel Power, auch ökonomische Kraft quasi, dass selbst wenn ich mal eine Schlacht oder eine Armee verliere oder zwei, habe ich halt daheim noch fünf übrig oder so Armeen. Also das ist halt. Das kann der so gar nicht gewinnen. Wie gesagt, da fehlt ihm einfach die Kraft. So. Alter, da rennen wir jetzt raus, töten alles und dann war's das und fertig und GG. So. Ja, perfekt. So, die ersten Reiter kommen schon. Keine Ahnung, wo der hin will. Vermutlich zum Leuchtfeuer, aber das interessiert nicht. Oh, ne, 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 dann stellt euch mal lieber da auf. Oh, wie böse! Das ist ja böse. Das Tor machen wir doch besser wieder zu. Das sieht nicht so gut aus. Puh, teuer. Wie wär's, wenn er mal die Katapulte vernichtet? Ja, das wäre super. Unser neues Gebäude ist bereit. Wen soll ich unserem Banner unterstellen? Steine und Eisen. Ich warte auf. Hier, vielleicht verliere ich die Festung noch. Das könnte echt sein. Sie werden alle fallen. Feuer frei! Wir werden angegriffen. Na los. Schießt. So. Na ja, gut, so viel Einkommen habe ich hier jetzt auch nicht, ne? Baut für den Hexenkönig. Den soll ich unserem Banner unterstellen. Unser Kampftroll macht natürlich gut Schaden, aber der ist jetzt tot. Oh, der Gothmog, der ist Stufe 10, das ist bitter. Stufe 10 Gothmog ist stark. Das ist wirklich stark. Na gut, der stirbt. Das hat er ganz zerstört. Das Katapult steht noch. Lass die Trolle nicht sehen, dass sie herumstehen. Hatte ich nicht vor. Das Blutvergießen hat begonnen. Arbeitet für die Eisenkrone. Auf in den Kopf, ihr Maden. Ja, genau jetzt rennt er weg. Ja, vielleicht stirbt er aber doch noch. Das wäre nicht schlecht. Ah, das sieht gut aus. Ich glaube, das könnte ich noch schaffen. Bis auf das Ding mit den Katapulten, das ist wirklich nervig. Aber gut, das kann man jetzt so nicht ändern. Ich muss halt gucken, dass ich nah an die Katapulte rantrete, wenn ich sie vernichte. Na, so nah wie möglich an die Katapulte ran. Genau. So. Und dann passt es schon. Das ist dein Befehl. Bau mehr Mühlen. So. Stimme des Hexenkönigs. Ein Königreich für ein paar Leibeigene.
Ja, Wölfe wären hier natürlich sehr nützlich, ne? Ein paar Wölfe, wenn ich rufen könnte, sind halt so sauteuer. So, die können auch noch alle rufen. Das Tor mach mal zu. Dann tötet bitte die Orks, damit wir die aus der Festung rauskriegen. Und gut ist. Kann nicht so schwer sein, die paar Orks hier zu töten. So, einen hat's noch. Tschüss, danke. War kurz knapp, aber jetzt sieht's wieder ganz okay aus. Boah, einen hast du erwischt, ja, heile. Boah, einen gleich. Naja. Egal. Es wäre interessant gewesen zu wissen, ob ich die Katapulte oder das Tor mit dieser Fähigkeit hätte schützen können. Eigentlich kann ich das ausprobieren, weil dann kann es nichts mehr machen. Ah ne, das Tor geht noch auf und zu. Okay. Na gut. Also das bringt nichts. So, jetzt ihr Maden, lauft's mal, ihr Maden, ihr Maden, Maden. Und dann haben wir auch schon wieder das Codewort für die Episode. Falls ich noch keins gemacht habe. Ich glaube nicht. Made. Ja, ziemlich simpel, ziemlich direkt, ohne Umschweife. Codewort für die Episode ist Made. Weil die sagen die ganze Zeit Made. Maden, Made, Made, Made. Ist madig. So. Ihr Maden. Ihr Maden. Ihr Maden. Ihr Maden. Das kann man wirklich an fast alles hängen. Ah, Festung. Okay. Maden, also die haben es mit den Maden irgendwie, ne? Katapulte geht's mal. Bum, 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 bum. Bum, bum. Passt doch. Geknechtet. Also ich will nicht geknechtet werden. Ich glaube, das ist ein Ding, das keinen Spaß macht. Maden. Ist mir nie aufgefallen, wie oft die Maden sagen. Die Maden! So, jetzt. Bums! Und Krabum. Na, auf Stufe 3 hält das Gebäude schon ein bisschen was aus. Hier, Maden. Es wundert mich, dass ich noch nichts rufen konnte. Obwohl ich zwei Leuchtfeuer habe. Hey! Wieso gehören mir die Leuchtfeuer nicht? Normal gehören die doch dem, der in der Festung wohnt. Was eine Verarsche. Das muss mir gehören, das Zeugs. Was soll denn das? Dann wundert mich das doch nicht. So, die Katapulte gehen jetzt auch kaputt. Naja, egal. Bild mal einfach weiter aus. So, Mühlen müsste ich auch mal bauen. Irgendwo. Irgendwo draußen. So. Ich habe jetzt hier leider keine Truppen, also habe ich keine Sicht. Und ohne Sicht kann ich nichts rufen. Das ist natürlich immer ein bisschen blöd.
Aber na gut, so ist es halt jetzt. So, die kleine Angriffstruppe geht mal raus, greift an. Und dann versuchen wir jetzt hier das Maden des Zeugs einzunehmen. Maden. Mist, da gibt's. Da könnte man ein lustiges Trinkspiel machen. Wenn ihr irgendwann mal, keine Ahnung, ob es das gibt, so ein Herr der Ringe-Stream anschaut. Oh, ja, Strecken tut gut. Oh. Also ihr schaut so einen Herr der Ringe-Stream an. Und einer von den Streamern spielt halt mit Angmar. Und jedes Mal, wenn die Leute Maden oder Made sagen, müsst ihr einen Shot trinken. Ich will jetzt nicht zum Trinken aufrufen. Ich selbst trinke gar keinen Alkohol. Aber es gibt ja für alle, es gibt ja für alles ein Trinkspiel, ne? Für wirklich alles. Also wieso auch nicht für Herr der Ringe? Übertreibt's halt nicht, ne? Kennt euer Limit. Alkohol ist eine Droge. Kann man sagen, was man will, ist so. Vielleicht nicht als solche, als verbotene Droge klassifiziert, weil sie nicht verboten ist, aber in meinen Augen irgendwo ist es schon eine Droge. Und nur weil sie in der Gesellschaft weitestgehend akzeptiert ist, heißt es nicht, dass sie gut ist. Also, aber da muss jeder selbst seine Meinung zu haben. Aber wie dem auch sei, für jedes Wort, jedes Mal, wenn sie Made sagen, ich wette, nach 10 Minuten seid ihr komplett dicht. Komplett dicht? Komplett? Das überlebt keiner. Tut's besser nicht. Tut's nicht. Alkohol ist böse. Ja, so. Böser Alkohol. Es wäre auch sau cool, wenn man hier Bogenschützen draufstellen könnte. Das wäre richtig nice. Geht aber nicht. Hier jetzt auch kein Torbogen und nix, also. Alles nur schön designt. Ja, und gleich gehört's wieder ein Gegner, oder was? Was ein Schwachsinn. Oh oh. Aha! Naja. Also er gibt nicht auf, das ist auch ganz okay, aber irgendwann denke ich mir mal, jetzt reicht's auch. Na. Aber ich kann mich echt schön ausbilden hier. So. Jetzt gib mir hier mal die Orks. Den Regen. Den Wolf. Zwei Trollhorte hat er gebaut. Ach du Heilige. So. Schön weiter drauf klotzen. Klopfen. Hauen. Was auch immer. Das gehört jetzt uns. Hallöchen. Ja, jetzt haben wir gewonnen, oder? Die Riesen kann ich noch rufen. Habe ich vergessen. Ja, selbst wenn da jetzt ein Katapult rauskommen würde, was nicht tut, wäre das vorbei. Ist gewonnen. Whee! Bums, bums, bums. Na also. Zerschmettert haben wir den Feind. Ja? Also gut. Weg. Tschüss. Sieht gut aus. Dann machen wir jetzt einen ganz kurzen Zwischenspeicherstopp. Na komm. Na komm. Ganz kurz zwischenspeichern. Sieht gut aus. So. Ja, und dann geht's weiter, ne? Einfach immer weiter. Durch alle Länder fegen wir. Unaufhaltsam. So. Bilden wir nochmal schön aus. Und
Der geht jetzt. Puh, wo tun wir den denn hin? Ja, eigentlich können wir ihn dahin packen. Damit er da nicht mehr reinbrennt. So. Okay. Passt, passt, passt. Da wird er sich sicherlich zurückziehen. Ja, hätte ich jetzt auch gesagt. Das nehmen wir ein. Wird nicht ganz leicht, aber wird schon passen. Und dann sehen wir weiter. Damit wir Burg wieder einnehmen können. Und mit Burg wieder uns gehört. Ah, ich habe den Flammzepter Magier dabei. Ja, dann ist es eh gewonnen. Seid wachsam. Lauft. Ich weiß, was zu tun ist. Wilde Waage sind gefährlich. Ihr kennt den Weg. Folgt mir. Ja, folgt mir. Folgt mir auf YouTube, Twitter, Facebook, Instagram, Twitch, Snapchat, Tumblr. Was gibt's noch alles? Keine Ahnung. Folgt mir, Leute. Los. Folgt mir. Ich kenne den Weg. Erst folgt mir und dann greift sie an. Ach, jetzt war der im Weg. Naja, jetzt haben wir es auch gewonnen, oder? Oh, der Olifant! Auf den hätte ich vielleicht zuerst gehen sollen. Oh! Oh oh, oh oh, oh oh, gefährlich. Gefährlich, ganz gefährlich. Das ist sehr gefährlich. Darum muss ich mich kümmern. Das ist wirklich gefährlich. Und wenn die Festung fällt, habe ich ein Problem. Oh, komm schon. Na los. Wie fies. Das hätte ich schon von Anfang an machen sollen mit dem Pfeilen. Naja. Verteidigt. Puh, das war knapp. Die hätte ich nicht verlieren wollen, diese Armee. Weil die neu aufzubauen, es geht, aber es ist teuer und es dauert. Das ist halt noch das Einzige, wo er mir nicht zurückliegt, der Gegner, ist in der Zeit, weil die ist für alle gleich. Also da gibt's die Truppen werden auf der Weltkarte gleich schon ausgebildet und und. Das heißt, bis ich die Armee wieder so habe, vergehen halt 3-4 Runden. Das ist das Einzige, wo er noch nachziehen könnte. Ist jetzt kein Vorteil für ihn. Für mich ist es kein wirklicher Nachteil, aber es ist halt, boah, für mich halt auch kein Vorteil. Das ist das Ding. So, du greifst jetzt mal Burg an, mal sehen, wie viel Schaden kannst du auf Burg machen. Gar keinen Schaden. Großartig. So, wenn er mit dem Stab drauf klopft, da brettert gleich das ganze Zeug weg. Ja, natürlich. So. Ah, den Vorposten kann man so auch schützen. Nice. Ich weiß, es bringt nichts, aber ist egal. Was zerstören da denn die alle hier? Macht's doch Burg kaputt. So, Festung steht. Haus der Wehklagen. Das ist gut, das Haus der Wehklagen. Dadurch lebt die Festung länger. So, jetzt kommt schon. Burg ist vernichtet. Wo hat er denn noch was? Kannst du? Nee, wenn da Leute im Weg sind, trifft er mich. Na gut. Egal. Gewonnen. Gewonnen! Whee!
Na also, perfekt. Perfekt, perfekt, perfekt. Gut. Wunderschön. Hey yo und vielen Dank fürs Anschauen des Videos. Wenn ihr mich unterstützen wollt, klickt einfach auf den Daumen rauf Button. Habt ihr irgendwelche Wünsche, Feedback oder Vorschläge? Lasst es mich in den Kommentaren wissen. Ihr könnt außerdem meinen Kanal abonnieren, um kein Video mehr zu verpassen. Ich wünsche euch einen wunderschönen und stressfreien Tag. Macht's gut.